Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei Dying Lights. Ja, in der letzten Folge haben wir den Rais kennenlernen dürfen, sage ich mal. Das ist auch wirklich der gesuchte, abtrünnige GRE-Mann. Sülemann heißt er ja, ne, mit richtigen Namen. Ja, wir mussten nur direkt einen Pakt mit ihm eingehen, weil sonst rückt das Antizin nicht raus, was wir für den Turm brauchen, ne. Das war ja der grandiose Plan vom GRE, nur dass wir das ganze Antizin vernichten und so den Kontakt zum Rais aufnehmen müssen. Ja, das haben wir gemacht. Daraufhin haben wir den Karim kennengelernt. Das ist so sein oberster Handlanger und der hat uns jetzt damit beauftragt, eine Funkantenne oder mehrere Funkantennen zu fixen, so wie es scheint. Ja, genau, da machen wir jetzt auch weiter. Oh, ich höre gerade ein Flugzeug. Na gut. Ein anderes Mal. Die Sicherheitszone haben wir auch in der letzten Folge befreien können und hier hat schon einen Händler eingenistet. Das ist ziemlich nice. Dann da kaufen wir direkt mal alles leer. Also werde ich das auch immer machen, wenn ich einen Händler sehe. Und ja, wir müssen mal ein bisschen Platz schaffen. Gucken wir mal. Maurerhammer, also die haben wir schon gepimpt, ne? Die können wir behalten. Clownhammer. Ja, da komm. Das packen wir mal weg. Den Maurerhammer. Packen wir auch mal weg. Haben wir wieder zwei extra Plätze, würde ich sagen. Ja, das reicht dann auch erstmal. Ah, genau, wir haben es noch hier gefunden. Ein paar Zigaretten, die werden auch verkauft. Wunderbar. Und ich warte noch ganz kurz, dann geht es auch sofort los. Ein paar Molotow-Cocktails herstellen. Ich glaube, die könnten nicht schaden. Also gerade wenn wir gegen Rais Männer kämpfen. Das ist schon ziemlich nervig. Vor allem, wenn wir da mehrere vor uns haben. Können wir die auch ein bisschen mit Molotow-Cocktails bewerfen. So, wir haben nämlich auch die entflammbare Flüssigkeit. Ich glaube, da... Ja, okay. Ah ja, ich muss das mal kurz ausrüsten. So, entflammbare Flüssigkeit, genau. Einmal, zweimal. Wunderbar. Und jetzt zu guter Letzt. So, dann haben wir es aber wirklich geschafft. Molotow-Cocktail. Zack, zack. Primwurfsterne packe ich mal weg. Also mein Aim ist mit dem Controller sowieso nicht so prall, also von daher kann man auch darauf verzichten. Gut, dann gucken wir nochmal, wo müssen wir denn hin? Ja, die Markierung kommt auch weg. Zack. Also ist direkt in der Nähe, genau. 100 Meter entfernt, das ist dann nice. Das ist doch edelst. Also hier liegen auch ein paar Pflanzen rum. Die sammeln wir auch direkt mal ein. So, und was ich mir überlegt habe, ist, ich werde vor der nächsten Folge mal alle Sicherheitszonen befreien und auch ein bisschen looten. Das heißt, diese ganzen Pflanzen mal einsammeln und so weiter. Weil das klaut echt unglaublich viel Spielzeit und ist, glaube ich, auch nicht so spannend anzuschauen. Bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Alles klar. Noch einige Zombies am Start. Ich will gerne mal hier rein. Was haben wir hier Feines? Natürlich ist es verschlossen. Ja, wie gesagt, also ich werde erstmal alles abklappern, dass ich mich dann wirklich dann nur auf die einzelne Mission konzentrieren kann. Dann zwar trotzdem immer so eine Lauferei geben, aber ich glaube, dann geht es auch alles ein bisschen flotter voran. Soweit der Plan. Oh, eine neue Wendigkeitsstufe, das ist nice. Oh. Und hat es gelohnt. Ja, es ist eine Kiste.
Also entsprechend, wenn ich auch die ganzen Sicherheitszonen befreie, wird bestimmt das ein oder andere Level dazukommen. Die Punkteverteilung übernehme ich dann, wenn ich die Aufnahme gestartet habe. So, also ich versuche die elementaren und die wichtigsten Dinge hier beizubehalten. Und das Nötige, Unnötige nach und nach dann wirklich mal rauszuschmeißen. So, jetzt klar. Hier rüber. Und wir verteilen und direkt mal die Fertigkeitspunkte, weil das ist schon echt sehr, sehr edel. Was haben wir denn hier? Flucht. Oh, wenn du weißt, was ich da, schnell abschütteln. Verbiert den Schaden bei Stürzen. Okay, das ist. Boah, das ist beides nicht schlecht, ne? Okay. War schwierig. Schwierig, schwierig. Ich würde gerne alles nehmen. Ich nehme erstmal Flucht, falls uns mal einer pachtet. Ja, können wir, wie es da beschrieben worden ist, leichter abschütteln. Hier gibt es viele Pflanzen, das ist auch cool. Hier gibt es echt mega viele. Was ist denn hier los? Dann sammeln wir mal alle ganz schnell ein. Hello. Schon alle hier rüber. So, alles klar. Wir müssen den Strom einschalten. Das ist direkt so ein dicker Zombie. So, ich würde auch mal sagen, weil ja so entspannt hängen, ne? Wir probieren es mal aus mit der entflammbaren Flüssigkeit. Und als nächstes mit den Molotovs. Also bei den kleinen Zombies hat es auf jeden Fall die gewünschte Wirkung gezeigt. Sonst der ist. Der trifft immer noch. Na dann brenn, Kollege, brenn. Na, guck mal, und. Da haben wir ja auch noch was. Okay, dann machen wir folgendes. Oh, klettert er hoch, Junge. So, das wollte ich machen. Und es wird die Scheiße. Zu spät. Scheiße. Das war auf jeden Fall äußerst kontraproduktiv. Jetzt haben wir. Was denn so? Was geht bei dir? Scheiße. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das gesehen hat hier, was der da über Faxen gemacht hat. Ja, ja, ja. So, okay, komm. Sammeln die sich natürlich alle hier. Ja, und die schreien auch im Hintergrund rum, okay. So. Dann kümmern wir uns mal nach und nach hier um die ganzen Spinner. Kommen wir anscheinend doch nicht drum herum. Halt die Backen. So, und solange der Dicke noch nicht da ist. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, solange Dicke noch nicht da ist, kümmern wir uns mal um die ganzen Freunde hier. Oh shit. Ja, läuft ja richtig. Und er hat natürlich überlebt, meine Fresse. Und alle angelockt. Wunderbar. Läuft ja richtig hier. Shit. Okay, jetzt muss ich mich, glaube ich, ganz schnell heilen. So, was hat jetzt mit dem Dicken? Ja, das war's mit dem.
Der Inventar ist voll. Die Waffe ist kaputt. Gutes Timing. Nix da. So. Schnitzen wir mal ein bisschen hier rum. Ne? Ich muss auch in Ruhe hier umschauen. Ich habe wahrscheinlich so viele. Oh, fuck, aufgescheucht. Geh nicht auf die Eier. Boah, dieser richtig Zappel-Philipp. Ja, boah, scheiße. Okay, das war krass. So, schauen wir mal, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin, alles klar. Dann ignorieren wir die mal. Obwohl, ich würde gerne noch... Okay, ich mache jetzt Folgendes. Ne, jetzt war die falsche Seite. Genau. Das Teil will ich mal aus. So. Und dann kloppen wir die mal hier weich. So, gibt nicht nur ordentlich Erfahrungspunkte. Ja, direkt den nächsten Klumpe dann auch sammeln. So, wunderbar. Also dafür sind die Teile auf jeden Fall, also ist diese Waffe richtig gut. So. Und einsammeln noch. Ach ja, herrlich. Ja, und wir haben wirklich unsere Ruhe. Das ist echt cool. So. Ganze Zeug lassen wir natürlich nicht liegen. Ich gucke mal. Okay, kurz Messer. Den Schmodder können wir zerlegen. So, nehmen wir das Ding mit und wunderbar, geht's weiter. Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund, ja. So, okay, jetzt haben wir einen neuen Gegnertyp, gegen den wir kämpfen müssen. Ja, nicht cool. Also Fernkämpfer sind auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. So, wo jetzt da rein? Oh Mann. Wird nicht langweilig. So, kann man sagen, was man möchte. Die Waffe ist auf jeden Fall ziemlich cool. Gar keine großen Faxen und schon sind die ganzen Zombies ruhig gestellt. Aber jetzt kümmern wir uns endlich mal hier um die Mission. Schweres Schloss. Das würde ich doch schon mal gerne ausprobieren. Nice. Hat sich das gelohnt? Kosmetika, alles klar. Haben wir das Schminkdöschen jetzt hier gefunden, oder was? Was ist das? Berserker. Kampftagebuch. Interessiert mich aber nur so semi. Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt hoch zur Spitze.
Na wunderbar, müssen wir echt halt hochklettern. Ach Gott, wie nervig. Okay. Versuchen wir das mal schnell hinter uns zu bringen. Das ist. Ah ja, hier geht's weiter. So, okay, das haben wir zum Einsammeln. Sehr schön. Ja, bis jetzt geht das ja ganz geschmeidig hier nach oben, ne? Wir kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte. Ist ja auch nicht verkehrt. Jo, wunderbar. Jetzt ist. Ah ja, okay. Ich verstehe. So, okay, geht's weiter. Okay, wahrscheinlich hier rüber, ne? Ja. Oh, das war schon ein bisschen knapper. Pennen. So, sind wir da angekommen, oder? Oh, Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Bevor wir das machen, kletter ich aber nochmal hier nach oben. Soll irgendeinen Grund geben, warum man noch weiter nach oben klettern kann, oder? Da ist doch mit Sicherheit etwas. Ja, Tatsache. Okay, kleines Lager, ja? Eine Flagge, ach Gott. Bin ich dafür nach oben geklettert? Und eine Blechdose. Oh, was für ein Flop. Ist hier wenigstens was drin? Auch nicht. Ei. Ist hier so eine... Ein Weg nach unten? Ja, einen Weg nach unten gibt es auf jeden Fall, aber... Den möchte ich gerade nicht nehmen. Und hier dieser kacken Müll. Gut, ah, ich bringe mich hier noch um, auf jeden Fall. Ah. Ja, sehr fein. Oh, das ist ein geiler Zombie-Pool. Wofür müssen wir denn hin? Ah, direkt in der Nähe, hat er gesagt. Ist... Scheiße. Alles klar, ich gucke mal auf der Karte an. Was? Na gut. Hilft ja nichts, ne? So, hier haben wir sowieso alles abgecheckt. Das kommt mir eigentlich ganz gelegen. GRE-Paket. Das haben wir sicher schon längst geplündert, oder? Und wir schauen nochmal nach, weil es auf dem Weg liegt. Dann gehen wir zum nächsten Ziel. Ja. Doch, das klingt auch ein Plan. Und dann kann ich, bevor ich die nächste Folge starte, dann hier ganzen Sicherheitszonen befreien. Sudele. Irgend so ein Händler hat doch dieses, diese gemeine Pflanze gesucht gehabt, oder? Durch mich da.
Von wegen GRE-Paket. Ah, guck mal da. Gut, dann möchte ich aber sowieso nicht hin. Dann geht's doch direkt mal weiter. Wegpunkt weg. Und in diese Richtung müssen wir. Alles klar. Dann laufen wir mal. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach. Ein grausamer Tod. Super. Super. Den haben wir auch noch Platz. So, wenn wir jetzt schon die Waffe haben, dann können wir die wenigstens auch noch aufbrauchen. Ich will noch einschlagen, das war's dann, ne? Ja, Waffe ist defekt, das habe ich mitbekommen. So, gucken wir mal. Dann verlegen wir die, packen wir die nächste hin. Ich hoffe, wir kriegen echt irgendwann mal ein bisschen mehr Ausdauer. Das ist schon teilweise ziemlich nervig. Oh, das ist noch ein. Oh, fuck. Na super. Was habe ich mir hier angetan? Aber gut, Erfahrung, ne? Alles für die Erfahrung. So. Der Wurst hat doch richtig gelohnt hier. Oh, das war knapp jetzt. Ich hoffe, der lockt jetzt keine weiteren Zombies an, ja. So, mein Gott, immer dieses Hin und Her hier. Vielleicht spule ich das auch vor, ich weiß es nicht. So, aber wirklich lange darf er nicht mehr machen, oder? Ah, da kommt auch wieder so ein schneller Zombie. Ja. Zack, fangen wir direkt mal ab. So, wunderbar. Meine Fresse. Die geben echt ordentlich Erfahrung, aber sind auch echt super nervig. Hm. Inventar ist voll, alles klar. Dann werden wir den hier auch zerlegen. Das ist sowieso schon kaputt. So. Und uns unsere Belohnung hier. So eine zweite Knarre wäre auch nicht schlecht, ne? Ich meine, eine müssen wir sowieso abgeben, die wir gefunden haben. Den werden wir auch noch besuchen und den Davut. Geldbörse und ein Medikit. Ja, nehme ich beides. So, okay. Weiter Richtung Ziel. Ich meine, außen rum. Sag mir bitte nicht, dass ich nicht da lang kann. Ey. Ja. Scheint aber so. Na gut, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Soll es mir egal sein? Hm.
So, sind wir jetzt bald da? Na, da ist das Teil. Interessant, okay. So, wir bleiben auch mal hier oben. Kann's A, nichts passieren und B, kommen wir direkt hier weiter. Hey, jetzt halten ja auch noch schon wieder mehr aus, ne? Er ist trotzdem wunderbar effektiv, die Waffe. Der guckt einfach zu und wartet auf sein Ende. Ei. Wir haben keine Ausdauer mehr. So, was ich mich auch gefragt habe, was bringt uns das ganze Geld? Also, ich meine, die Waffen, die gehen ja relativ schnell kaputt und dafür jetzt irgendwie so 3000 Dollar hinzulegen, das wäre ein wenig übertrieben in meinen Augen. So, und da oben ist das Ding. Da ist das Ding. Jetzt müssen wir anfangen. Aber hier hoch ist... Ich bezweifle es, aber ich probiere mal so ein... Nee. Da kommen wir hoch. Na komm, kletter schon. Rainy Boy. Los. Na geht doch. So. Ist klar. Na, da sind wir doch. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. So, ja, ich... weiß nicht warum, aber irgendwie magisch den Tropf vom Reis nicht. So, alles klar. Hier ist nichts drin. Okay, wir müssen jetzt hier rein, dürfen natürlich den Zaun nicht berühren. Was für eine Scheiße. Ja, wahrscheinlich kommen wir hier rüber rein, ne? Ja. Ja. Was zum Henker willst du? Nee, was du hängst. Ach, guck mal. Na, was geht's? Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Ich kann das nicht mehr. Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau deswegen sind wir noch nicht tot. Na, alles klar. Du solltest weniger deine große Klappe und eher deine Hirn gebrauchen. Sonst geht's uns beiden. Rosige Aussichten hier, ne? Ja gut, wenn die beiden hier am Arbeiten sind, dann wird der Turm mit Sicherheit funktionieren. Ich sehe gerade, die Folge ist schon fast zu Ende. Ja komm, scheiß auf. Das ziehe ich jetzt noch durch. Da klettern wir nochmal eben hoch. Oh fuck. Oder auch nicht. Scheiße. Ich dachte, ich könnte da dran springen, ja. Falsch gedacht, würde ich sagen. Gut, dann schauen wir uns stattdessen mal ein bisschen hier um. Gibt's natürlich nichts zu holen. Nicht mal im Müll können wir rumwühlen. Ist ja bitter. Ja gut, dann... mal wenigstens hier hoch. Was ist denn los, ja? Ja, so eine Scheiße hier. So.
Gut, dann ja, wahrscheinlich hier rüber hoch, oder? Ne, auch nicht. Oder so ein Gitter drin. Sag mal, was ist denn los hier? Ah ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende und spannende Kletterpartie. Ich sehe das schon kommen. Wunderbar. Ja, alles klar. Dann mache ich an dieser Stelle einen Cut, bevor es hier noch zu lange dauert. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, bis ich da oben angelangt bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, macht es gut und...